Die Wahrheit über den Seitensprung, bei dem Anna Ermakoffer entstand, war lange unklar. Die Eltern von Anna sind Angela Ermakoffer und Tennisstar Boris Becker. Boris Becker war damals noch mit seiner Frau Barbara Becker verheiratet und sorgte mit dem Seitensprung für einige Schlagzeilen. Über lange Zeit hielt sich die Annahme, dass Anna Ermakoffer in einer Besenkammer entstanden sei. Dieses Gerücht verankerte sich in der Medienlandschaft. In dem Podcast Boris Becker, der fünfte Satz, der von Johannes B. Kerner moderiert wurde, stellte er jedoch einiges klar. Ich weiß nicht, ob eine Toilette der bessere Ort ist, aber es passierte in Wahrheit auf den Stufen zwischen den Toiletten, so der Tennisstar 2009 laut The Sun im Interview mit Piers Morgan vor einigen Jahren. Ich hatte zuvor mein letztes Profimatch in Wimbledon bestritten und war emotional aufgewühlt, erklärte er zudem in dem Podcastgespräch. Der Seitensprung überschattete damals den Erfolg des Sportlers, der am Höhepunkt seiner Karriere stand. In der neuen Apple TV Plus Doku Boom Boom, The World vs. Boris Becker, die am 7. April 2023 erscheint, spricht Boris Becker laut The Sun auch über den Seitensprung mit Anna Ermakovas Mutter Angela Ermakoffer. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber wir gingen in das Hinterzimmer. Nein, es war kein Schrank, der Schrank ist viel zu klein, es ist unmöglich, irgendeine Art von körperlicher Aktivität in einem Schrank zu haben. Wir kamen zusammen und hatten Sex. Ich hatte keine Nummer von Angela, ich hatte keinen Kontakt, und das war's. Laut The Sun erklärt Boris Becker in der Doku weiter. 8 Monate später bekomme ich ein Fax, in dem steht, Sie erinnern sich vielleicht nicht mehr an mich. Unser letztes Treffen ist 8 Monate her. Hier ist meine Nummer, rufen Sie mich an. Ich konnte es einfach nicht glauben. In der nächsten Woche traf ich Angela in London und stand unter Druck. Sie kam herein, hatte einen dicken Mantel an, zog den Mantel aus, war hochschwanger und erklärte mir einfach, dass ich der Vater dieses Kindes bin. Auf den Seitensprung folgte schließlich die Scheidung von Barbara Becker. Ich habe natürlich meine Ehe verloren, das war ein hoher Preis, das war ein Fehler, so der einstige Tennisprofi im Podcast Boris Becker, der fünfte Satz. Mittlerweile sollen sich die Wogen etwas geglättet haben und Boris Becker erzählte, dass er in engem Kontakt mit Anna stehen würde. Auch Anna Ermakoffer steht ihrem Vater nicht feindselig gegenüber, trotzdem gestand sie in einem Interview mit der Bild, dass die Umstände nicht immer einfach gewesen wären. Die Patchwork-Familie hat sich über die Jahre aber organisiert. Die Ähnlichkeit Anna Ermakovas zu ihrem Vater ist oft thematisiert worden.